Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Schlusswort zu Daniel 9. Ist das nicht absolut erstaunlich und frappierend, was man findet, wenn man die Fristen nicht hintereinander setzt, diese 7 Jahrwochen und die 62 Jahrwochen, sondern beide vom gleichen Datum 605 vor Christus ausgehen lässt? Dass man zu Kyros und zu Antiochos Epiphanes kommt und über die beiden zu Hamageddon, zu der Endzeitschlacht? Ich finde das absolut, die Amerikaner sagen mind-blowing, ja, unglaublich. Dass der Engel diese Tiefe hat in seinen Worten und dermaßen exakte Voraussagen trifft, die man tatsächlich sehr, sehr gut beachten muss. Und bei dem ganzen Thema auch einiges an Vorkenntnis braucht. Natürlich das, was wir bisher entwickelt haben von Daniel, vom Standbild ausgehend, die Rom-Theorie verworfen haben, dann die Wiedergeburt Jerusalems in der letzten Zeit, die Aufteilung der 70. Jahrwoche in zwei Hälften, der König des Südens, der dann von Ägypten kämpft, dass Assyrien respektive in der Endzeit Persien oder so wie die Offenbarung eigentlich sehr exakt sagt, die Könige am Euphrat gerufen werden und nach Süden sich wälzen, muss man fast schon sagen, um dort zunächst Damaskus zu zerstören und dann in Hamageddon auf den Antichristen zu treffen. Also es ist schon ein großes Endzeitszenario, was wir da sehen. Und für mich ist es absolut überwältigend, diese Exaktheit von Gottes Wort zu sehen. Wir haben jetzt mit der Festsetzung der Frist auf 605 vor Christus natürlich was gemacht, was viele andere nicht tun, weil man da nichts Großes erwartet. Aber eigentlich haben wir das aus Daniel 9 rausentwickelt, denn Daniel liest Jeremia 25 und er liest dort davon, dass Israel respektive Jerusalem wüst liegen werden für 70 Jahre. Dieses Kapitel ist im Jahr 605 vor Christus geschrieben und wir haben sogar mehrere Angaben, 3 Angaben in Kapitel 25, wann dieses Kapitel verfasst worden ist. So als ob Gott das sehr, sehr wichtig war. Damit können wir 2- und 3-fach festsetzen, das Jahr 605 für dieses Kapitel. Das gibt es in keinem anderen Kapitel in Jeremia. Diese eindeutige Zeitangabe, auch Kapitel 29, was auch von der 70-jährigen Gefangenschaft, babylonischen Gefangenschaft spricht, hat keine solchen Zeitangaben, hat nur eine ungefähre Zeitangabe, die ab 587 vor Christus irgendwo sein könnte. Aber es ist keine so definierte, eindeutig und vielfach definierte Angabe wie in Kapitel 25. Und ausgehend von dort kommen wir dann zu Kyros und kommen zu Antiochos Epiphanes. Und zwar in eindeutigen Jahreszahlen, die nicht hin und her gerechnet werden müssen, wie bei den bisherigen landläufig üblichen Auslegungen. Und wo man dann auch sieht im Nachhinein, auch zum Beispiel diese Aussage, die ständig bei den Auslegern immer wieder zu finden ist, dass sie sagen, nach 49 Jahren war Jerusalem dann gebaut. Ja. Da hat man einfach nicht richtig zugehört. Ihr könnt das ja auch selber überprüfen. Also nach 49 Jahren, ausgehend von der Frist vom Artaxerxes oder von wem auch immer, ist nicht angekündigt, dass Jerusalem gebaut sein sollte. Sondern der Engel hat etwas anderes gesagt. Nach 49 Jahren kommt ein gesalbter Fürst, das hat er gesagt. Er hat nicht gesagt, dass nach 49 Jahren Jerusalem gebaut werden sollte. Das hat er nicht gesagt. Das findet man aber bei ganz vielen Auslegern, diesen Querverweis auf dieses Ereignis, was soll denn eigentlich nach 7 Jahrwochen, nach 49 Jahren in Israel geschehen sein? Ja, da ist Jerusalem so irgendwie wieder gebaut worden. Ja? Aber das sagt der Engel nicht. Und daran könnt ihr schon sehen, dass die Aussagen der Ausleger ungenau sind. Lest das einfach mal nach. Was sagt der Engel und was sagen die Ausleger? Der Engel kündigt für die ablaufenden 49 Jahre, wenn diese Frist vorbei ist, das Kommen eines gesalbten Fürsten an. Und den haben wir identifiziert mit Kyros.
so wie er in Jesaja auch steht. Das heißt, diese Auslegung, diese Fristen passen dann auch mit der Jesaja-Prophetie zusammen. Auch die Frist von Antiochos Epiphanes, dass Antiochos dort erwähnt wird, das hätte man sich vielleicht gewünscht, ja? Weil er schon in Kapitel 8 und in Kapitel 7 beschrieben wird, jeweils als kleines Horn. So als ob die Prophetie Daniels sich langsam auf Antiochos fokussiert. Ja? Kapitel 7 wird er als kleines Horn beschrieben. In Kapitel 8 wird er als kleines Horn beschrieben. Und Kapitel 10, 11 und 12 handeln wieder von diesem kleinen Horn, von diesem Antiochos Epiphanes. Was läge näher, als dass auch Daniel 9, das ja zwischen diesen Kapiteln liegt, ebenfalls von Antiochos Epiphanes spricht? Und das tut es auch, jedenfalls in unserer Berechnung. Ich selber kenne keine andere Berechnung, die in den Jahrwochenfristen auf Antiochos Epiphanes zählt. Aber in Kapitel 7 kommt er vor, in Kapitel 8 kommt er vor, in Kapitel 11 kommt er vor, und zwar im Detail. Kapitel 10 ist auch dieses Bußgebet Daniels, wo dann eben diese große Offenbarung Kapitel 11 geschenkt wird. Und da wird das Kapitel 11, 50% des Kapitel 11 reden von Antiochos Epiphanes. Ja. Also, und dann wird das in Kapitel 10 eingeleitet, in Kapitel 11 wird es ausformuliert und reicht bis in Kapitel 12. Also drei Kapitel von Daniel, 25%, handeln von einer Prophetie, die so exakt ist, dass sogar Bibelkritiker die ehrfurchtsvoll betrachten und sich dann nur rausflüchten können, wenn sie sagen, die Daniel-Rolle oder das Buch Daniel ist später geschrieben worden. Es macht aber keinen Sinn, weil da gibt es viele, viele Beweise für, dass das nicht der Fall war. Ja? Also erstaunlicherweise kommt sogar Antiochos Epiphanes hier vor, und damit nicht genug, es kommen sogar zwei Könige vor. Und wenn man ein Ergebnis doppelt plausibilisieren kann, ja, dann ist das sehr wertvoll, um festzustellen, dass das richtig ist, was man da ermittelt hat. Das macht man in der Mathematik so, das macht man, wenn man Gutachten schreibt, dann werden Ergebnisse immer zwei- und dreimal plausibilisiert. Ja. Wenn man Immobilien bewertet, gibt es einen Sachwert, gibt es einen Ertragswert, da gibt es einen Vergleichswert. Da gibt es unterschiedliche Werte, die man immer gegeneinander stellt, und man berechnet diese Immobilienwerte mit zwei verschiedenen Verfahren, um zu zeigen, dass man auch damit zum gleichen Ergebnis kommt. Man wichtet das, die Einflussgrößen gegeneinander. Ja, da ist man sehr exakt, hochexakt. Und dagegen ist die bisherige Auslegung von Daniel 9 zu schwach. Das ist mathematisch schon schwach. Das ist auch fadenscheinig. Und eigentlich ist das, Entschuldigung, wenn ich das so unverblümt sage, das ist doch ein Taschenspielertrick. Ja? Denn wenn man das dann erst umrechnet, diese 69 Jahrwochen, rechnet man dann in Jahre um, 483 Jahre, und dann rechnet man die mal 360 Tage und dann teilt man die durch 365 Tage, und dann wird die Frist natürlich kürzer, weil wenn man 483 Jahre ansetzt von Artaxerxes, kommt man ins Jahr 38 nach Christus, ja, 38 nach Christus. Und durch diesen Trick, durch diesen Taschenspielertrick, kommt man ins Jahr 32 nach Christus, wo man dann den triumphalen Einzug Jesu nach Jerusalem ansetzt und auch seine Kreuzigung. Aber beide Ereignisse sind weder in der Bibel noch in der profanen Literatur eindeutig bestimmt. Das heißt, man geht also von einem willkürlich gewählten Datum aus bei Artaxerxes, denn wenn man Darius nimmt oder von dem Erlass des Kyros aus, dann passt diese ganze Rechnung nicht, dann passt vorne und hinten nicht. Deswegen nimmt man, das ist der einzige Grund, warum man Artaxerxes nimmt, es gibt keinen anderen. Man nimmt diese Artaxerxes Jahre 445 vor Christus nur und allein aus dem Grund, weil man dann die 69 Jahrwochen bis auf Christus rechnen kann. Das heißt, man wählt diesen Zeitpunkt, weil man schon ein vordefiniertes Ergebnis hat oder haben will. Das ist der einzige Grund, warum man Artaxerxes wählt. Ich wähle 605 vor Christus, weil das Jahr ist, und zwar dreifach belegt, in dem dieses Kapitel entstanden ist. Und Daniel dieses Kapitel gelesen hat, und auf dieses Kapitel hin kommt der Engel, und auf dieses Kapitel hin gibt der Engel ihm diese Vision. Ja? Das sind schon Gründe, die belastbar sind und die man da guten Gewissens ansetzen darf. Ja? Während die übliche Kalkulation immer von Artaxerxes ausgeht, nur aus dem Grund, weil es sonst nicht passt. Und dann ein Ereignis errechnet, nämlich den triumphalen Einzug Jesu bzw. seine Kreuzigung für das Jahr 32 nach Christus. Man hat aber überhaupt keinen Beleg dafür, dass das stimmen würde, sondern man behauptet das jetzt wegen einer fadenscheinigen Rechnung und wegen einer Frist, die man willkürlich gewählt hat. Ja, das stimmt also weder vorne noch hinten. Also es stimmt vorne und hinten nicht, wie der Volksmund sagt. Es gibt natürlich
Hinweise dafür, also im 15. Jahr Tiberius, dass Jesus da seinen Dienst begonnen hat und dass er ungefähr 30 Jahre alt war. Ja? Also entweder war er 29 oder 31, er war ungefähr 30 Jahre alt. Also diese Zeitbestimmung ist in der Bibel vorhanden, aber sie ist halt eben ungenau. Während die Zeitbestimmung in Jeremia 25 dreifach belegt, exakt 605 ist, da gibt es nichts dran zu rütteln. Das ist so, ja. Gut, man sagt also 15. Jahr des Kaisers Tiberius und dann sagt man, Jesus war da ungefähr 30 Jahre alt, also sagt man 30. Ja? Und dann sagt man, es gibt ein Gleichnis in der Bibel, wo jemand einen Feigenbaum abhauen will und dann jemand sagt, lass den noch dieses Jahr stehen. Und wenn er dieses Jahr keine Frucht bringt, dann hau ihn dann ab. Das heißt also, man rechnet dann daraus aus diesem Gleichnis 3 Jahre für den Dienst Jesu Christi. Das ist aber auch unzulässig. Ja, das darf man nicht tun. Aber man hat keine andere Frist. Und Entschuldigung, wenn ich das wieder so offen sage, aber man fummelt dann irgendwas dahin, um 3 Jahre zu argumentieren. Das ist unlauter. Das ist ungenau. Und wenn man es im besten Wissen und Gewissen denn tut, was ich den Auslegern ja einfach auch mal unterstelle, da muss man sagen, das ist nicht gut gearbeitet, das ist nicht sauber gearbeitet, das dürfte man eigentlich nicht tun. Ja. Allerdings, und das muss ich den Auslegern auch zugute halten, steht ja im Buch Daniel, dass diese endzeitlichen Themen oder überhaupt der Inhalt Daniels erst in der letzten Zeit verständlich wird, dass der erst in der letzten Zeit enthüllt wird, und dass dann viele darüber kommen und großes Verständnis finden. Also nicht nur ein paar Leute, sondern viele werden plötzlich Daniel verstehen. Und deswegen, weil diese Verheißung da in Daniel drin ist, im Umkehrschluss, konnte man das in den letzten 20 Jahrhunderten gar nicht verstehen. Egal, wie sehr man da versucht hat, hin und her zu rechnen. Die Rechnung ist ja auch nicht kompliziert. Was wir machen, ist ja keine Raketentechnologie. Ja? Das ist ja relativ einfach. Und ist jetzt kein so großer intellektueller Anspruch, da ein paar Jahrwochen umzurechnen und historische Daten da zu finden. Und deswegen ist mir das eigentlich auch immer wieder so erstaunlich, dass man das in 20 Jahrhunderten nicht gefunden hat. Als ob diese Worte wirklich versiegelt gewesen sind. Die waren verschlossen. Und die werden erst in der letzten Zeit offenbar. Wenn die aber jetzt offenbar werden, haben wir letzte Zeit. Also ich wollte damit nur zeigen, mit dem, was wir jetzt hier gemacht haben, dass das schon belastbar ist, weil wir jetzt auf das, was wir in einem der ersten Clips hier angenommen haben, mit unseren Fristen und Berechnungen, jetzt durchziehen können bis in die letzte Endzeit, bis in die Offenbarung rein. Und sich da Entsprechungen ergeben, die jetzt über diese dreifache Bestätigung des Jahres 605 in Jeremia 25 hinausgehen. Ja, also wir haben das auf ein festes Fundament gelegt, auf Jeremia 25 im Jahr 605 dreifach definiert. Dann haben wir Fristen gerechnet bis auf Kyros. Das ist biblisch zulässig, weil der in Jesaja 45 namentlich erwähnt und angekündigt wird. Dann haben wir eine zweite Frist gesehen, die geht auf Antiochos Epiphanes, eine Person, die in den Kapiteln vorher und in den Kapiteln nachher im Detail beschrieben wird und dann auch in Kapitel 9. Und dass diese beiden endzeitliche Wiederholungen haben in der 70. Jahrwoche, die noch aussteht und dann mit ihren endzeitlichen Pendants einem Perserkönig und einem Antichristen, die beide dem Kyros und dem Antiochos Epiphanes gleichen, dann ihre Erfüllung finden. Also selbst man kann das vom Anfang über die mittleren Punkte bis zu den Schlussphasen exakt definieren und bestimmen, ohne sich verrenken zu müssen, ohne irgendwelche Umrechnungen zu machen, sondern man kann diese Fristen einfach annehmen und man kann überall zeigen, dass die in einem textlichen und insbesondere in einem biblischen Zusammenhang stehen. Das ist schon was Wichtiges und da kann man nicht so einfach gegen argumentieren. Ich bin sehr interessiert und sehr gespannt, wie die einschlägigen Theologen darauf reagieren und ob sie überhaupt reagieren. Aber es wird immer enger. Diejenigen, die Rom-Theorie noch vertreten, denen kann man eigentlich zurufen, wir leben im Römischen Reich und es bricht gerade mit Pauken und Trompeten zusammen. Die wissen auch, dass das, was ich sage, nicht falsch ist. Wenn man das nachliest und an der Bibel nachprüft, kann man es ja selber sehen. Ja? Ihr müsst ja nicht mir glauben. Ich will sogar nicht mal, dass man mir glaubt. Ja? Ich will, dass man der Bibel glaubt.
Denn wenn die Leute mir glauben, dann machen sie genau denselben Fehler, wie wenn sie den klassischen Auslegern nachlaufen. Ja, dann läuft wieder ein Mensch dem anderen nach. Ich sage nur auf die Bibel und sagt, schaut, was ich da anzubieten habe und guckt, ob das in der Bibel nachvollziehbar ist und ob ihr das verstehen könnt. Mehr mache ich überhaupt nicht. Ja? Ich will nicht, dass Leute mir glauben oder mir nachlaufen. Ich freue mich, wenn ihr mir glaubt, aber ich freue mich noch mehr, wenn ihr das nachprüft an der Schrift. Darum geht es eigentlich. Aber für die Theologen wird es immer enger, denn ihre Auslegungen werden eigentlich mehr und mehr entlarvt und es wird deutlich, wie fadenscheinig die vielfach sind. Und es wäre klug von ihnen und es wäre auch schön, wenn sie den Mut hätten, das zuzugeben und ihre bisherigen Auslegungen überdenken. Das betrifft das Standbild Daniels, das betrifft die Rom-Theorie, das betrifft die Wiedergeburt Jerusalems, die eigentlich vergessen worden ist in unserer Zeit und die ein tatsächlicher Schlüssel ist, um ganz viele Bibelstellen aufzuschlüsseln. Das betrifft Jesaja 7, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Das betrifft prophetisch endzeitliche Dinge, das betrifft im Prinzip den kompletten Propheten Daniel, ja, Standbild Daniel 7 und 8, wo es um die beiden kleinen Hörner geht, wo immer erzählt wird, das wären unterschiedliche kleine Hörner. Daniel nennt die aber beide, in Kapitel 7 ist es ein kleines Horn und in Kapitel 8 ist es ein kleines Horn, dann muss es auch die gleiche Person sein. Ja. Und die Ausleger merken immer mehr, dass sie mit ihren Auslegungen auf immer dünnerem Eis unterwegs sind. Ich bin gespannt, wann der Erste öffentlich zugibt, dass er sich geirrt hat. Da bin ich wirklich gespannt drauf und da würde ich mich freuen drüber, wenn jemand den Mut besitzt, weil Leute, die sich korrigieren können, denen kann man dann auch glauben, was sie sagen. Und natürlich ist unser Glaubensfortschritt und Erkenntnisfortschritt in der Bibel halt fortschreitend. Ja? Das entwickelt sich ja. Und deswegen ist es gut, wenn wir immer wieder auch sagen, da habe ich mich geirrt, sorry, muss ich mich korrigieren. Ich sehe das so und so und man kann das da und dort in der Bibel nachvollziehen. Das finde ich aufrichtig und ehrlich, denn wir erwarten ja auch, dass Menschen, wenn sie sich bekehren, ihr ganzes bisheriges Leben als falsch anerkennen und durchixen und das Leben Jesu Christi annehmen. Dann müssten wir auch mit unseren Auslegungen dasselbe tun und denselben Mut haben. Ich danke fürs Einschalten, wünsche alles Gute, Gottes Segen und bis bald.